Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Gilde Gold Edition. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind im Frühling 1460, beziehungsweise gleich nicht mehr, gleich sind wir im Sommer 1461. Denn die Zeit ist rum, es ist Zeit nach Hause zu gehen und wir gucken uns die Jahresübersicht an, wo wir einen Gesamtplus von 11.950 haben. Was? Wo haben wir denn das hergekriegt? Taschendiebstahl, eroberte Gebäude, Einbrüche, boah. Ja, ordentlich. Ja, ordentlich. Ja, heftig ordentlich. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil, gell? Ja, das, damit leben wir gerne. Oh, jetzt gibt es wieder eine Versammlung, die zum Spitze. Bitte ernennt mich, nehmt mich, wählt mich. Ja, guck mal. Das muss doch an mich gehen. Ja, für... Warum? Oh, das wird böse. Vielleicht entführe ich noch wen, wenn das hier so weitergeht. So, jetzt verfügen wir über 6 AP. Oh, da kommt wieder einiges hier. Stolzgeschwätter, Brust, kommen Leute zurück. Da gibt es auch wieder Geld rein. Da gibt es wieder Geld rein. Da gibt es auch nochmal Geld rein. Spießgeselle Ingmar ist gestorben, der Arme. Nachtwächter kann ich werden, ne? Das ist doch auch was. Dann bewerben wir uns auf das Amt Nachtwächter halt von mir aus. Bewerben wir uns drauf. So, wie sieht's mit den Gold, mit der Goldschmiede aus? Wie viel ist die wert? 36.000? Oh, 40.000? Oh, bist du noch interessiert, mein Freund? Vielleicht ein bisschen Geld oder so? So ein bisschen Knete oder so? So, was können wir hier den Palazzo? Den wollen wir mal ausspähen gehen. Dazu brauchen wir allerdings 3 Leute nicht, sondern am besten 5. So, und dann müssen wir erstmal noch warten, bis 2 Leute hier nochmal reinkommen. Ja, sieht man, 4. Und dann noch einer. Einer noch. Der Bert. So, ihr geht da mal gucken, was es da so zu holen gibt. Geht mal raus. Alle auf den Weg. Diebeslehrling Christ kommt gerade und dieses Diebeslehrling Markus kommt auch gerade. Dann könnt ihr ja fleißig... Oh, es brennt in der Stadt. Was? Och, verdammt. Brand löschen. Oh, es brennt in der Stadt. Ja, ich werde versuchen, den Brand zu löschen. Oh, die haben Erfolg gezeigt, meine Löschversuche. Sehr gut. Hoffentlich bleiben wir vom Brand verschont in nächster Zeit. Yes, Alter, hier brennt es jetzt überall. Was ist das für ein krasser Scheiß? Boah. Ja, die laufen jetzt auch alle erstmal weg. Krasser Scheiß. So, jetzt müssen wir erstmal hier den Otto auch nochmal auf die Bistur schicken. Mann, oh Mann. Hat's einmal eiskalt in der Stadt gebrannt und mein Haus ist... Ach, Marlene Polter droht euch? Aha, die droht mir also. Die droht mir. Wir schultern die schwere Last. Das ist ja wohl kein Ding. Halt. Oh Mann. Wieso, das, wenn das Bild immer so... So, rauf da! Immer feste draufkloppen. Nur zu gerne, ja, das finde ich gut. So, nur drauf da auf den Heinzelmännchen, auf das Heinzelmännchen. Oh, das war's für den schon mal. Dann können wir uns jetzt den zweiten noch vornehmen. Nein, du wirst nicht flüchten. Ach, jetzt flüchtet der Heinzel auch noch. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben immer ein bisschen Eisen erbeutet. Ist ja auch schon mal was. Das ist ja schon was, nicht? So, warte. Also wir nochmal. In den nächsten 2 Jahren werden wir nichts gegen Marlene unternehmen. Ja, gut. Dann lassen wir es halt. Dann lassen wir es halt. Wie sieht es mit unseren Gebäuden aus? Müssen die mal renoviert werden oder... Oder nicht? Sieht man doch auch so, ne? Wieso? Das sieht sehr gut aus. Da kümmern die sich aber ja auch drum. Oh, das sollten wir dringend mal renovieren. Und zwar gleich sanieren. Wie sieht es mit dem aus? Das sieht noch gut aus. Die sieht auch gut aus. Die renovieren sie ja irgendwie ständig automatisch. Habe ich das Gefühl. Warte, hier kann man doch anbauen, ne? Haben wir schon alles angebaut. Haben wir schon alles angebaut. So, die Raubritterfeste, die ist auch gut renoviert.
Lila Pastilla, das geht. Naja, ne, ist nicht so das Wahre, aber ist okay. Und die Steinstatue, die würde ich eigentlich gerne noch mal ein bisschen aufwerten. Aber man muss natürlich hier aufpassen. Man, wir müssen natürlich gucken. Ja, Kaufangebot für die Goldschmelze ist wieder, Goldschmiede, ist wieder nicht angenommen worden. Möge unsere Stadt in Zukunft verschont bleiben. Was? Verschont bleiben? Oh, ist das nur... Oh, hat sich verletzt. Uiuiui. Hat gekündigt, auch das noch. So, ja, das ist natürlich unschön. Die haben es gar nicht geschafft, das vollständig auszuspähen. Aber wir versuchen trotzdem mal da einzubrechen. Vielleicht gelingt es uns ja. So. Dann probieren wir es mal. Nee, nicht ausspionieren, sondern wir probieren gleich den Angriff. 78% sollten eigentlich reichen. Eigentlich ist das genügend. So, guckt mal, ob er da reinkommt. Wäre ja ganz schön. 14:02. Oh, haben wir wieder einen Transporter aufgegabelt. Und da schultern wir die schwere Last und nehmen immerhin ein paar Holzbretter mit. Oh, wunderbar. Ja, wunderbar. Die nehmen wir doch gerne. Gefällt mir. So, unsere Leute, unsere Diebeslehrlinge machen sich auf den Weg. Hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Gibt schon wieder hier einen Kampf, das gibt's ja gar nicht. Oh. Ui, ui, ui. Oh, die sind geflohen. Aber wir haben trotzdem 822 Taler gekriegt. Das gefällt mir. Wer hat sich verletzt? Oh, Söldner Fullo hat sich verletzt, ja, der Arme. So, Freundchens. Wo lauft ihn lang? Dringt ihn in das Gebäude ein? Brecht ein, brecht ein. Oh, da, was ist da los? Diebe kehren vom Rundgang heim. Okay. Viel mehr ist es also nicht. Oh, was haben wir jetzt? Vom Marschstreife kommen sie zurück. Ja, naja. Na, jetzt wird's aber, jetzt sollte aber langsam schon mal kommen hier. Nochmal ein paar Diebe, die vom Rundgang heimkehren. Wo sind sie denn? Die kommen hier gar nicht. Oh, haben sie wieder einen Transporter irgendwo aufgebrochen? Da schultern wir die schwere Last und wir haben sie geschlagen und damit ein wenig Eisen. Ja, beutet. Wo kommen denn unsere Leute wieder? Oh, danke schön. Das sieht ja wieder spitze aus hier. Das sieht ja wieder perfekt aus. Ah. So. Ah. Haben es also geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch schnell zurückkommen. Danke, neuer Arbeiter kommt zu uns. Wo kommen jetzt die Herrschaften hier vom Rundgang rum? Der Otto ist wieder da. Hm, ja. Die anderen. Boah, jetzt gibt es schon wieder hier einen Transporter, den wir aufnehmen. Wir haben sie geschlagen. Ein Stück Eisen. Wahnsinn. Jetzt ist hier gerade irgendwie wieder Highlife, ne? Ich glaube, im Sommer ist immer besonders viel los. Da geht es immer richtig zur Sache dann. So. Kommt, wo sind sie denn? Ah, da kommen sie. Das schaffen sie noch. Das schaffen sie noch. Locker. Da kommen sie auch noch locker dann wieder mit. Um ein paar. 1, 2, 3. Ihr geht mal klauen. Dann schnappe ich mir gleich die nächsten 3. oder die nächsten 4 oder so. So, da dann. Geh nochmal da rein. Dann euch 3. Ihr wünscht Meister? Ja, ich wünsche, dass ihr klauen geht. Ihr müsst ein bisschen was schaffen hier. Ihr müsst ein bisschen Geld reinbringen. So, und dann den Bert, der darf auch noch. So, dann sind sie alle unterwegs gleich und dann können wir die frohen Mutes ins nächste Jahr stolzieren. Wie sieht's eigentlich aus hier? Zientje Günzler, ja, die haben wir geheiratet, ne? Willi von Acer ist unser Sohn. Vergesslichkeit, ach, das ist aber keine gute Eigenschaft. Aber gut, mit 2 Jahren, ne? Wenn er 2 Jahre alt ist, der kann auch schon mal vergesslich sein. Das ist dann noch erlaubt. Kann man ihm dann nochmal verzeihen. So, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Wir haben in dieser Runde einen Gesamtgewinn von immerhin 4000 Talern. Immerhin sind wir wieder im positiven Bereich. Das ist ja schon mal was. So, gucken wir mal, ob diesmal eine erfolgreiche Wahl im Amt für uns bereitsteht. Na, bitteschön, Herr Gardist. Wo ist Nepper? Bitteschön. Na, Mensch. Wenn man einmal da raus ist, dann hat man echt keine Chance. Ach so, Nachtwächter.
Safi schon wieder. Entscheidet sich wieder für wen anders. Mann, ich will doch. Ja, schön. Unschön. Äußerst unschön. 9 AP haben wir dieses Jahr. Oh Gott. 2000 und 1000 und 600 und 600. Ja, gut, ja, gut. Dann gucken wir mal, dass unsere Leute bald zurückkommen. Wir sehen, 3633 Einwohner haben wir in Hannover. Das ist doch gar nicht so schlecht. 100%? Ach so. Das, was wohl maximal geht oder so. Zufriedenheit ist nicht so wahnsinnig hoch. Kriminalität ist niedrig. Arbeitslosenquote auch. Obdachlosenquote auch. Ja, das ist, sieht doch gar nicht so schlecht aus eigentlich. So, was wir jetzt gleich probieren. Wir werden nochmal hier diese beiden... Des gekonnten Umgangs mit Nadel und Faden. Ah. Ermöglicht euch die Innung, einen Lehrgang für einen neuen Meistergrad als Schneider in Antwerpen zu besuchen. In Antwerpen. Ja, das machen wir doch glatt. So, jetzt wird erstmal Gebäude ausspioniert. 1, 2, 3, 4. Geht mal zum Bürgerhaus Ehrlichheim und guckt mal, was es da zu holen gibt. So, da waren wir zwar vor ein paar Jahren schon, aber vielleicht gibt es da jetzt ja mittlerweile wieder Geld drin. Man weiß ja nie. So, ihr zieht jetzt los. Das ist schön. Unsere anderen Leute kommen zurück. Der Christ. Der Daniel. Der Sigmar. Und der Wolfgang. Halt, nee, nicht von den Reichen nehmen. Ihr müsst das Gebäude hier ausspülen. Raimund Adala. Schnickschnack. Ja, Schnickschnack. Schnippschnapp, Schnickschnack. So schaut's aus. Und dann könnt ihr da auch gleich einbrechen und kriegen wir wieder ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle rein. Und dann sieht das doch schon gar nicht so schlecht aus, schätze ich. So. Tadam. Jetzt schneller Zeitverlauf. Oh. Yay! Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Gewandschneider. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Nähstube, die Schneiderei und die Gewandschneiderei. Gezeichnet die Schneiderinnung. Yay, wir dürfen die Gewandschneiderei, danke, danke. Wir dürfen die Gewandschneiderei, leiten. Das heißt, wir könnten uns theoretisch eine kaufen. Wir müssen nur hoffen, dass wir ein gutes Angebot dafür bekommen, beziehungsweise... Hat sich einer bei seiner Arbeit verletzt. So, sehr gut, dann ab dahin, ab dafür. Ab dafür, ne? Ja, sieht sehr gut aus, beides sieht alles sehr gut aus. So, ihr kommt jetzt auch zurück, zack, zack. Und da haben wir ja noch so viel Zeit. Das geht ja, also mit diesen beiden Gebäuden hier vorne geht es ja echt immer rucki-zucki. Da kann man echt nichts sagen. Das geht sehr schön. Was? Okay. So, wir werden jetzt uns mal auf die Suche nach einer Gewandschneiderei in meiner Nähe machen. Zum Beispiel hier Sack und Socke. Und Kaufangebot für 30.000 Taler abschicken. Und vielleicht wird das ja angenommen. Ja? Na? Wie sieht's aus? Okay, danke dafür. Abgelehnt. Oh, na dann. Wie wäre es hier mit 30.000 Talern? Das ist doch bestimmt wert. Ich muss 7.000 nachzahlen? Was? Schutzgeld kriege ich immer ein bisschen was. Ich kriege Schutzgeld. Und da konnten sie auch eindringen in ein Gebäude. Schon wieder angelehnt. Abgelehnt. Nicht angelehnt, abgelehnt. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt können wir noch ein Gebäude erstmal ausspionieren. 1, 2, 3, 4. Mhm. Ihr durchdachten Mauern, guckt ihr euch an. Und die anderen vier gucken sich mal... Ja, die Lagerhalle Kleintransporter gibt es ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Aber das ist... Ach, komm, guckt dem Wirtshaus die Öllampe nach. Das passt schon. Ja, Mensch, also zwei, die für 30.000 nicht verkaufen wollen. Dann werden wir uns mal weiter auf den... Wie? Oh, der will bestimmt auch nicht für 30.000 verkaufen. Schätze ich mal. So, es gibt so viele Gewandschneidereien. Irgendwer muss doch verkaufen wollen.
So, jetzt warten wir hier. Mit dem warten wir noch. Die lehnen es bestimmt ab. Ja, genau. Das dachte ich mir. So, hier, 30.000. Das ist ein optimales Angebot. Das musst du haben wollen. Ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viele Gewandschneidereien. Es gibt leider sehr viele Gewandschneidereien. Abgelehnt. Gut, wir können auch 40.000 bieten. Irgendwann muss es ja doch mal verkauft werden, ne? Irgendwer muss uns das doch wohl verkaufen wollen. Aha, Klaus Schlons nimmt unser Angebot an und verkauft euch die Gewandschneiderei billige Beinkleider. Dann gleich rein in die gute Stube. Für 40.000 haben wir das Ding gekauft. Das ist exzellent. Haben wir zwar überwerte... Oh, jetzt müssen wir erstmal... Ich muss mich hier erstmal reinkommen. Das habe ich ja noch gar nicht... Okay, produzierte Tücher, Socken und produzierte Wollumhänge. Wir brauchen dazu ein Wolle. Wie machen wir das? Ein Gebäude wurde erfolgreich ausgekundschaftet. Ja, ist schön für euch. Wir brauchen dafür einen Wolle und einen Flachs, ne? Wie produziere ich das denn? Okay, das funktioniert so noch nicht offensichtlich. Karren verschicken brauche ich nicht. Meisterbrief, wie spät ist es? 16 Uhr, okay. Meisterbrief ist noch egal. Ah, hält besser, darf kein Personal, natürlich darf er Personal erstellen. Darf Erweiterungen vornehmen. Verkaufspreisniveau. Passt schon. Aha, die Herstellung, okay. Was gibt's denn hier noch? Nähen und Weben da hinten. Weben und Nähen, das ist die Geschichte. Hier ist auch Weben und Nähen. Was haben wir hier noch? Was können wir denn hier alles machen? Ein Gebäude wurde erfolgreich ausgekundschaftet. Ah, ich kann dem sagen, er soll Weben und Nähen. Ein Tuch produzieren, bitte. Du produzierst Wollmenge und du produzierst goldgewickelte Schärpe. Aha, okay, so funktioniert das also. Ganz simpel, ganz simpel. Ja, auf in den Kampf erstmal, Freunde, auf in den Kampf. Die Frage ist, wo können wir das... Oh, das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen viele. Los, verzieht euch! Schnell flüchten! Flüchten! Ja, und hier ist mir dann also leider das Spiel wieder mal abgestürzt. Und das Blöde dabei ist diesmal... Ich habe nicht nur vergessen, nicht zu speichern, nein, aus irgendeinem Grund sind auch die ganzen Speicherstände nicht mehr aufzufinden im Moment. Ja, ich habe es versucht nochmal zu starten, aber wie gesagt, ich bin da leider irgendwie nicht mehr raufgekommen. Ich weiß nicht, was diesmal los war. Das hatte ich so noch nicht. Deshalb ist es jetzt so, dass ich Gilde wohl an dieser Stelle beenden werde. Ja, es tut mir leid, vor allem, weil ich letzte Folge noch gesagt habe, oder vorletzte Folge. Solange es Spaß macht, soll man das Spiel einfach weitermachen und ich will es auch zu Ende bringen und ich will nichts abbrechen. Das Blöde ist jetzt halt echt, dass ich diese Daten nicht mehr habe im Prinzip, dass alle Spielstände aus irgendeinem Grund einfach weg sind. Das ist unschön, aber da kann man wohl nichts machen. Ist nicht so schön. Ich habe jetzt einfach überlegt, das Spiel zu beenden, also das Projekt zu beenden. Ich denke, es hat auch einen ganz guten Abschluss ja gefunden. Wir sind immerhin bereits vierte Nachfolger. Ja, ich glaube, der dritte Nachfolger sind wir. Und, ja, wir haben jetzt ja immerhin eine kleine Schneiderei gekauft, auch wenn wir sie überhaupt nicht benutzt haben. Es ist ja so, nach dem dritten Tod, also wenn jetzt unser Otto gestorben wäre irgendwann, was ja noch nicht der Fall ist, aber was ja irgendwann eintritt, dann wäre das Spiel, wenn ich ja richtig die Anleitung, das Handbuch studiert habe und auch sonstigen Bemerkungen Glauben schenken kann, die ich früher mal hatte, gehört habe, ist nach dem dritten Tod das Spiel sowieso vorbei. Das heißt, wir haben nicht so wahnsinnig viel verpasst und es hat sich ja eh nicht so viel getan. Das Einzige, was jetzt halt noch ganz lustig gewesen wäre, zu sehen, wie das alles funktioniert mit dem Verkaufen von den Waren in der Schneiderei und dies und das. Aber vielleicht mache ich dafür dann nochmal einen eigenen kleinen Spielstand auf irgendwann, wo ich dann gemütlich noch ein bisschen was mache. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen, das Projekt, und es hat, denke ich, einen passablen Abschluss gefunden. Ein kleiner Raubüberfall zum Ende nochmal, der leider nicht erfolgreich war, aber das ist ja zumindest was, womit man leben kann, ne?
Ja, ihr dürft euch dann auf weiter auf Ion freuen und auf FIFA und auf Oblivion und auf alles, was sonst noch kommen mag. Gilde ist jetzt halt vorbei. Na gut. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und macht es gut. Ciao.